Hallo, ich grüße euch zum Teil 22. Wir wollen uns heute über die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen unterhalten. Da können wir eigentlich schon den Beitrag machen, bevor die Wahlen gelaufen sind. Da seht ihr, dass es noch nicht 18 Uhr ist. Aber die Sache ist ja trotzdem klar. Die Wahlbenachrichtigungen wurden an Leute geschickt, die den Nachweis der Wählbarkeit noch gar nicht erbracht haben, weil es nicht möglich ist, den Artikel 116.1 Grundgesetz zu erfüllen. Da brauche ich die Wahlergebnisse nicht abwarten, da weiß ich, dass das eine Fichte ist. Weil die 116.1 Grundgesetz kann niemand erfüllen, weil die Rechtsgrundlage, die dafür gefasst wurde, vom 5.2.1934 von Adolf Hitler geschaffen wurde. So. Und dies wurde geschaffen auf Grundlage der Annahme der Gültigkeit des Ermächtigungsgesetzes. Und dieses Ermächtigungsgesetz ist aber ungültig gewesen, weil an dem Tag, wo das beschlossen wurde, ein Wahlfehler passiert ist. Also diejenigen Leute von der Wahl ausgeschlossen haben, wo sie vermutet haben, dass sie am Reichstagsbrand beteiligt waren, wo das sich hinterher herausgestellt hat, dass es nicht so war. So, und da hätte die Wahl wiederholt werden müssen, das ist aber nicht passiert. Also besteht sozusagen ab dem 23.03.23.59 eine grundsätzliche Diskontinuität und alles, was danach beschlossen wurde, ist, unterliegt dem Wahlfehler von diesem Tag. So, und da der 5.2.34 nach dem Stichtag ist, wissen wir also, dass das Gesetz ungültig ist und die Staatsangehörigkeit, die darauf aufbaut, die auch mit dem gelben Schein zu tun hat, ungültig ist. Also jeder, der einen gelben Schein beantragt, bekommt diese Staatsangehörigkeit vom Adolf Hitler, die niemand haben kann. Und die wirkliche Staatsangehörigkeit, die uns zusteht, das ist die der Bundesstaaten, die wird uns verweigert, obwohl wir die haben und die auch nicht ablegen können, weil wir ja nur halt mal in diesen Bundesstaaten geboren wurden und unsere Generation, je nachdem, wo das nun ist, unsere Vorfahren ja auch hier geboren wurden. Ne? Und demzufolge steht uns die Bundesstaatenangehörigkeit zu und mit der könnten wir auch wählen. Allerdings müssen wir die Gesetze des Kaisers, die Wahlgesetze des Kaisers beachten. Und das würde bedeuten, dass nach den alten kaiserlichen Gesetzen, ich hatte wohl in Teil 21 was nicht deutlich gesagt, also es gab zu kaiserlichen Zeiten keine Listenwahlen. Wahlen gab es schon, aber keine Listenwahlen. Und auch keine Parteien. Ne? Es wurden immer nur Direktkandidaten aufgestellt. Und es wurden auch die Richter und so weiter, die wurden auch gewählt. So, und heute ist es aber so, dass wir heute Parteien haben und Listenkandidaten, obwohl das eigentlich nach Grundgesetz auch nicht erlaubt ist, weil es auch dort nur eine direkte unmittelbare Wahl gibt. So, also ist schon vom Grundgesetz her das nicht möglich, gültige Wahlen zu haben. Der gesetzliche Gesetzgeber war nie am Werk. Ne? Der gesetzliche Gesetzgeber ist immer der vom Staat bestimmt wird. Der Staat wird bestimmt über Staatsangehörigkeitsgesetz. Staatsangehörigkeitsgesetz ist vom 22.07.1913. Es ist noch nicht fortgeschrieben worden, weil also das Ausfertigungsdatum sich bis zum heutigen Tage noch nicht geändert hat. Demzufolge gilt also das, was was im Staatsangehörigkeitsgesetz drin steht und nicht, was das im STAK drin steht. Dann würde nämlich im STAK auch das Ausfertigungsdatum sich geändert haben. Das ist aber nicht der Fall. So, man hat also nur den Gesetzestext ausgetauscht. Das kann aber auch nicht sein, weil das hätte der Kaiser machen müssen oder sein Verweser. Das sind die einzigen zwei Leute, die Gesetze ändern dürfen. Das interessiert auch die Bundesrepublik nicht. Die malt einfach die Gesetze rum, ohne sich an die Regularien zu halten. Und die Haager Landkriegsordnung ist die höchste Rechtsordnung, die in Deutschland gilt. Die sagt, dass die Gesetze des Landes einzuhalten sind. Und das sind genau die Gesetze, die über das Staatsangehörigkeitsgesetz in den Staat durch die Bundesstaaten bestimmt sind. So, und da gibt es eine feste Anzahl von Gesetzen, die zum Zeitpunkt der gewaltsamen Entthronung des Kaisers bestanden haben. Und das ist auch bekannt. Und wie der Text gelautet hat an diesem Tag, ist auch bekannt. Aber es wird eben versucht zu betrügen, die Leute zu belügen. Es wird angeblich neue Gesetze geben. Das ist aber alles nicht der Fall. Man kann in jedem nachsehen, dass das Ausfertigungsdatum immer noch das alte ist. Es gibt natürlich viele Gesetze, die Bundesrepublik zusätzlich gemacht haben, aber das sind eben keine Gesetze des Landes, sondern das sind eben Verordnungen und AGBs und was auch immer, ja, wo sich eben einfach eine Macht angemaßt wurde, wo die eigentlich nur über eine staatliche Wahl hätte funktionieren können. Und eine staatliche Wahl hätte ein staatliches Wahlverfahren zur Grundlage gehabt. Das heißt, hätte man die Wahlgesetze des Kaisers beachten müssen. Und dort ist festgelegt, dass nur die über 26-jährigen männlichen Staatsangehörigen wahlberechtigt sind. So, und da aber niemand eine Feststellungsurkunde hat vom Kaiser, dass er die Staatsangehörigkeit des Bundesstaates hat, also wir haben sie implizit, weil die Gemeinde uns einfach was Falsches ausgestellt hat, ne, und in der Nachbesserungspflicht ist. Aber der Bund ist ja nicht nur Nachbesserungspflicht. Nachbesserungspflicht heißt, wenn eine Sache ungültig und unrechtmäßig zustande gekommen ist, muss es auf den korrekten Stand bzw. vorhergehenden Stand erstmal rückabgewickelt werden. Das heißt, wenn in unseren Ausweisen Deutsch drin steht, das ist die falsche Staatsangehörigkeit, und dann müsste erstmal bei jedem
kontrolliert und nachgeprüft werden, welche Staatsangehörigkeit gilt denn hier. Ne? Und dann erst kann man wirklich wählen und dann könnte man auch Gesetze machen, die die Wahlzulassungen ändern. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen hat ja ein nordrhein-westfälisches Wahlgesetz, was also hier auf der Homepage des Landeswahlleiters gelistet ist. Und dort sind Leute zur Wahl zugelassen, die nach den staatlichen Regularien werden nicht zugelassen. Ne? So, also Mitglieder der Europäischen Union sind da plötzlich wahlberechtigt, aber nach den staatlichen Wahlgesetzen und nach der HLKO gelten eben nur die staatlichen Gesetze. Ist es eben nicht so. So. Und jeder, der den Nachweis nicht erbringen kann, dass er nach Rustag Deutscher ist, männlich ist und über 26 Jahre, ist theoretisch nach den staatlichen Wahlgesetzen nicht wahlberechtigt und auch nicht wählbar. So, es wird aber eben ständig ignoriert und es wird ein Scheinstaat aufgebaut und eine Scheinwahl aufgebaut, um die Leute zu beruhigen. Es wäre alles in Ordnung, es ist aber nicht so. Tatsächlich ist es so, dass sämtliche Wahlanfechtungen weggefangen werden und in Sachsen ist es zum Beispiel so, dass die Wahlanfechtungen pünktlich eingingen und auch unter Zeugen eingereicht wurde und wir eine Eingangsbestätigung hatten, aber Schweigen im Walde ist. Keiner sich damit befasst, auch der Landtag sich nicht befasst. Und ähnlich wird es auch in Nordrhein-Westfalen sein. Und ich gebe euch einfach mal die Zutaten, damit ihr in Nordrhein-Westfalen euch gegen dieses Unrecht wehren könnt. Weil ich kann es nicht machen. Ich bin da nur kein Sachse und kein Nordrhein-Westfaler. Und ihr müsst es schon selber machen, wenn die derzeitige Politik der Regierung euch nicht gefällt. So, die erste Sache ist, niemand kann den Nachweis erbringen, dass er den Staatsangehörigkeit gemäß Artikel 116 Vers 1 Grundgesetz erbringen kann, weil der Bundespersonalausweis und der Reisepass keine Bestätigung über den Besitz der Staatsangehörigkeit ist. Die deutsche Staatsangehörigkeit im Sinne des Gesetzes vom 5.2.1934 kann niemand haben, weil dieses Gesetz auf einer ungültigen Grundlage basiert ist. So, das heutige Staatsangehörigkeitsgesetz ist eine Fälschung, weil das Ausfertigungsdatum immer noch auf das Kaiserreich verweist. Und im Kaiserreich am 22.07.1913 gab es nur einen Text, den der Kaiser ausgefertigt hat und der zu dem Ausfertigungsdatum passt. Weil ein Gesetz wird erst geändert, dann wird es ausgefertigt und danach wird es veröffentlicht. So. Und in der Reihenfolge, und wenn das Ausfertigungsdatum immer noch das vom Kaiser ist, heißt das, dass der Originalwortlaut des Gesetzes immer noch der ist, was der Kaiser verkündet hat. Und jeder, der dort nicht unter diese Festlegung fällt, weil er zum Beispiel aus der Europäischen Union kommt, oder der Kaiser aber nie der Europäischen Union beigetreten ist, macht die Wahl ungültig. So, das heißt, jeder, der den Nachweis nicht erbringen kann und dort wählen war, macht die Wahl ungültig. So, und genau das muss in die Wahlanfechtung rein. Und es ist unerheblich, ob da nur noch Wahlkabinen gegen das Fenster gedreht wird, sodass man von außen reingucken konnte, oder dass zum Beispiel keine Aufsichtsperson die im Raum war, die nicht mit den eigentlichen Wahlhandlungen zu tun hat, sondern eben die Aufsicht hat. Und da muss es immer einen geben, der nichts mit Zählen und mit Urne kontrollieren zu tun hat, sondern der muss einfach nur Aufsicht haben. Und wenn das mal eine Sache nicht erfüllt ist oder an der Wahlurne niemand steht, also da zwar aufgedeckt ist, aber niemand dort steht, ist die Wahl ungültig. Wenn es jemand beobachtet, ist ungültig. So, und das ist eben das, wo ihr noch selber hingehen müsst und kontrollieren. Es ist natürlich jetzt um die Zeit ein bisschen spät, aber ihr könnt ja immer noch zur Auszählung gehen. Das Video wird aber erst morgen im Laufe des Tages bei YouTube erscheinen. Aber ihr habt ja alle Möglichkeiten, ihr habt eine Woche Zeit, die Wahlanfechtung auf den Weg zu bringen. Ihr müsst dazu wenigstens 100 Leute finden, die das unterstützen, die also auch sagen, es kann niemand den Nachweis der deutschen Staatsangehörigkeit erbringen, weil das Gesetz ungültig ist und auch gelöscht worden ist. Ermächtigungsgesetz ist gelöscht worden. Da könnt ihr also in das Chefgesetz 1 reingucken. Da steht eindeutig drin, das Ermächtigungsgesetz gelöscht, also alle nachfolgenden Gesetze auch gelöscht. So, und damit haben wir die Staatsangehörigkeit von der Weimarer Republik ist ungültig. Und die wird auch auf dem sogenannten gelben Schein ausgewiesen, weil dort das Logo der Weimarer Republik drauf ist. Dort gehörte eigentlich das staatliche Logo drauf. Und der Staat ist wieder definiert über Staatsangehörigkeitsgesetz. Und das Staatsangehörigkeitsgesetz ist vom 22.07.1913. Und an diesem Tag galt der sogenannte Kaiseradler. Und dort, wo der Kaiseradler nicht drauf ist, also ein Dokument, ist es kein staatliches Dokument. Demzufolge auch keine Staatsangehörigkeit. Und jeder, der den gelben Schein hat, ist also, weil er die tatsächliche Staatsangehörigkeit abgegeben hat, weder wählbar noch wahlberechtigt.
Ja, also alle öffentlichen Stellen müssen ja irgendwann einmal diese gelben Scheine machen und jeder, der den einmal ausgefüllt hat, fällt erstmal raus. Da müssten wir erstmal eine Wiedereinbürgerung machen. Und es kann mir niemand erzählen, dass man in der nächsten halben Stunde jetzt eine Wiedereinbürgerung gemacht hat. Passiert nicht. Ja. So. Die Leute haben alle ungültige Angaben in ihren Ausweisen drin stehen. Es kommt noch dazu, dass diejenigen, die einen Reisepass haben, den auch nur haben können, wenn sie die deutsche Staatsangehörigkeit nach 116.1 erfüllen. Wenn man nämlich im Passgesetz reinguckt, das ist Paragraph 6, steht drin, dass nur die, die den Artikel 116.1 erfüllen, Reisepass besitzen dürfen. Ja, jetzt kommt die Frage, was ist denn du? Der Bund selber ist ja ein Verein, eine politische Vereinigung, die durch die Wahlen entsteht. So. Da kann man sagen, das ist idealer Verein, also sowas wie Kunst ist frei. Ne? Hat mit der staatlichen Struktur nichts zu tun, das ist einfach nur eine Verwaltung. Während die Gemeinde und die Landkreise und die Landräte tatsächlich noch im Notstandsrecht des Kaisers arbeiten. Ob denen das bewusst ist oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Aufgrund dessen, dass sie die Tätigkeit ausführen und eine notstandsrechtliche Tätigkeit, nämlich die öffentliche Ordnung und Sicherheit das Fortgehen des alltäglichen Lebens organisieren, fallen die unter die Notstandsgesetzgebung des Kaisers von 1914, sind demzufolge Notstandsleiter und haben sich auch an die Gesetze des Kaiserreichs zu halten. Die dürfen im Prinzip gar kein Bundesrecht machen. Die müssen sich erstmal an das kaiserliche Notstandsrecht halten und den Verfassungsnotstand heilen. Und zwar so lange, bis es einen Verweser gibt. Also erst muss der Verweser gewählt werden und dann muss der entscheiden, ob das, was jetzt bis jetzt gelaufen ist, richtig war oder nicht. Also ob überhaupt der Wahlgesetz geändert werden durfte oder nicht. Und wenn das nicht passiert, und bis jetzt haben wir keinen Verweser, gilt immer noch das, was der Kaiser festgelegt hat, nämlich das Rußtag und das Wahlverfahren, was damals gegolten hat, nämlich nur die über 26-jährigen männlichen Wahlberechtigten, die nach kaiserlichem Wahlrecht die Bundesstaatenangehörigkeit besitzen. So. Und da aber außerhalb der Bundesstaaten gewählt wird, weil ja die Bundesstaaten größer sind als das gesamte Wahlgebiet, ja, da fallen die alle hinunter, weil die können alle den Nachweis nicht erbringen. Die müssen im Prinzip, bevor sie die Wahlhandlung machen, alle ihre Geburtsregister ziehen und die männlichen Vorfahren in 2 Generationen bis vor 1913 nachweisen. So. Und die werden wahlberechtigt und die können sich auch zur Wahl aufstellen. Aber es sind ja so viele Kandidaten, die da aufgestellt worden sind, die den Nachweis gar nicht erbringen können, weil sie die deutsche Nationalität schon mal gar nicht haben. So. Und demzufolge kann man also dort eine wirksame Wahlanfechtung auf den Weg bringen und müsste also 100 Leute finden. Das kann man bei YouTube oder bei Twitter oder was, kann man genug Leute organisieren, die mit den derzeitigen Situationen unzufrieden sind. Die sammelt man ein, von denen braucht man eine Unterstützungsunterschrift innerhalb einer Woche. Das ist eine ziemlich sportliche Aufgabe. Ja, und dann bringt man das Ding auf den Weg und dann muss es dann zur zuständigen Aufsichtsbehörde. Und das ist im Wahlprüfungsgesetz festgelegt, wo das ist. Das sind die Wahlkreisleiter. Dort muss die Wahlanfechtung hin. Da müsst ihr mal in euer Wahlgesetz gucken, Wahlprüfungsgesetz, wo das eingereicht haben muss. Und dann müsst ihr die Frist auch einhalten. Ne? In der Regel ist es eine Woche und eine sportliche Aufgabe, das zu schaffen. Aber wenn ihr mit dem System unzufrieden seid und mit der ganzen Politik, die man momentan gemacht hat, dann macht das einfach. Nehmt die Informationen von den letzten 21 Teilen mit. Ihr habt ja genug Informationen, wenn ihr die ganzen 21 Teile alle gesehen habt. Ich weiß, dass es das anstrengend ist und viel Zeit erfordert, aber ihr braucht nicht fragen, wie lange ich gesessen habe, um diese Informationen alle zusammenzutragen. So, das kann man nicht ja, in einem Jahr schaffen. Da steckt viel Arbeit drin und haben auch einige Leute zugearbeitet, muss man auch mal wieder sagen. So, ihr habt die Informationen, die ihr braucht. Braucht die mindestens 100, also ich würde sagen 200 solche Unterstützungsunterschriften, kann formlos sein, ein formales A4-Blatt, also man tritt also dieser Wahlanfechtung bei. Und diesen ganzen Packen, das ist also die eigentliche Wahlanfechtung, muss auch dann alles oben drin sein, gegen welche Wahl, welcher Wahlkreis und so weiter. Und dann müssen aufgeschlüsselt nach den entsprechenden Wahlkreisen entsprechend viele Leute dieser Wahlanfechtung beitreten. Und wir wissen ja schon, dass die Anfechtung über die Staatsangehörigkeit funktioniert, weil die gesetzliche Grundlage, die Gemeinde verpflichtet, die Melderegister zu prüfen, nicht existiert. Die existiert in der gesamten Bundesrepublik nicht. Also es gibt niemand in der Meldestelle, der vom Gesetz her verpflichtet wäre, die Korrektheit der Einträge über Staatsangehörigkeit zu prüfen. Und das ist genau der Brenner, den ihr braucht, um die Wahl wegzufackeln. Weil es kann ja sein, dass mit einer ungültigen Wahlgesetzgebung hier gewählt wird. Das ist einfach nicht erlaubt. Ja,
Und es gibt ein Straftatbestand 107a und 107b Strafgesetzbuch, wo man also die Wahlanfechtung dann untermauern muss, weil in der Bundesrepublik ja nicht nur Wahlbetrug gemacht wird, sondern auch Wahlprüfungsbetrug, weil schon die Wahlkommission ja befangen ist. Ja, die Wahlkommission ist ja aufgrund der formalen Befangenheit gar nicht befugt, diese Prüfung zu machen, weil sie ja aus Parteien besteht, die selber Kandidaten zu dieser Wahl aufgestellt haben. Und dann ist es noch so, wie es in Thüringen war, dass die Landtage aufgelöst werden, bevor die Wahlanfechtungsfrist rum ist. Ne? Und damit machen wir also den Wahlprüfungsvorgang auch ungültig. Damit will man sich sozusagen aus der Verantwortung für eine unrichtige Feststellung einer gültigen oder ungültigen Wahl stehlen. Das ist das, was dahinter steckt. Und ihr werdet auch merken, dass ihr euch Haufen Steine in den Weg legen, damit ihr eine ordentliche Wahlanfechtung wegbringen könnt. Also das ist eine richtig sportliche Aufgabe. Er kennt mich natürlich gerne fragen, aber wie soll ich das alles regeln? Ich kann nicht hinfahren und ich da das alles diktieren. Ihr müsst euch also mal die Videos mal reinziehen und müsst euch das mal angucken und dann könnt ihr das auch auf den Weg bringen. Schwer ist es nicht, stehe auch gerne Verfahren zur Verfügung, ist kein Problem. Aber das ist eine Aufgabe, die nun mal in eurem Bundesland selber zu lösen geht. Ja? Wir haben in Sachsen unsere Aufgaben, in Thüringen haben wir Leute, die in Thüringer auf den Weg gebracht haben. Und wir müssen alle zusammenstehen. Es geht nicht so, weil die Regierung, sie stellt sich gegen die Gesetzgebung auf und erzählt den Leuten Lügen. Ja, also benutzt dafür auch Medien, die Lügenpresse und so weiter und gefälschte Gesetze, ungültige Gesetze. Ja, und dann ignoriert sie eben den Fakt, dass das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, dass es keinen gesetzlichen Gesetzgeber seit 1955 gegeben hat. So, und die erste Wahl war wohl 1956, wenn ich es richtig weiß. So, also ist alles, was bisher gemacht worden ist, Hornberger Schießen gewesen. Also keine wirkliche Wandlung der Gesetze stattgefunden, zumindest keine rechtswirksam gültige. So, und das ist nämlich der Grund, weshalb auch öffentliche Bescheide nicht mehr unterschrieben sind. Wenn da immer nur drunter steht, dieses schriftlich elektronisch erstellt und wir bitten Sie um Verständnis oder ist es gültig oder so. Ne? Die Gültigkeit ist dafür eigentlich gar nicht wichtig. Es gibt eine gesetzliche Norm, wonach die Bescheide zu unterschreiben sind. Und wenn sie nicht unterschrieben sind oder wenn da steht gezeichnet, gezeichnet heißt so viel, ich habe das. Ich übernehme keine Verantwortung für die Unterschrift, sondern ich habe es einfach nur gesehen. So. Das ist auch wie, als wenn es nicht unterschrieben wäre. Und im Auftrag ist es auch nicht ordentlich ausgeführt, weil dann immer nicht da steht, im wessen Auftrag. Ne? Steht ja nie der Auftraggeber mit da. So, und wenn der nämlich sagt, nee, ich habe das gar nicht beauftragt, dann hängt er mit eurem Schreiben auch hinten drin und habt im Prinzip nichts in der Hand. So, und das müsst ihr alles nachbessern lassen, es geht ja nicht anders. So. Ja, und da habt ihr eben jetzt erstmal zu tun. Ich mache das Video erstmal aus und wir gucken uns dann mal an, was hier bei der Wahl rausgekommen ist. Nehmen wir an, dass SPD und CDU einen erdrutschartige Verluste hinnehmen müssen und auch die Grünen. Die Frage ist nur, welche Partei wirklich da zum Zug kommt. Falls es die AfD in den Landtag schaffen sollte, muss man denen mit auf den Weg geben, dass sie ebenso nicht wählbar waren, weil sie zum Beispiel in Thüringen beim Wahlbetrug mitgeholfen haben. Ja? Und in Chemnitz hat man ja bei der Kommunalwahl das Problem, dass er also Wahlanfechtung in der eigenen Partei hatte und das einfach überlaufen war, also ignoriert haben und auch dann falsche Angaben gemacht haben, als er dann beim Stadtwahlleiter wohl vorgeladen wurde. Wir waren ja dort Augenzeuge, wir können das belegen, dass es so war. Ja, und trotzdem ist das aus dem Protokoll gestrichen worden. Ja? Also eine Wahlanfechtung muss man überlegen, eine Wahlanfechtung wird aus dem Protokoll gestrichen, damit sie nicht vorhanden ist. Ja? Haben sich alle strafbar gemacht. Und es ist bis jetzt noch niemand wirklich bestraft worden, weil eben ständig Rechtsbeugung passiert. Und solange wie das in diesem Land ist, kommen wir ohne Wahlanfechtung einfach nicht weiter. Es geht nicht anders. Man kann sowas nicht zulassen. Leute, die ja seit Jahren nur wieder Wahlen und Wahlprüfungen fälschen, die gehören vor Gericht gestellt. Es geht nicht anders. Denn die Frage ist nur, vor welches Gericht? Ja? Weil die Gerichte ja auch nicht ordentlich besetzt sind. Weil kein Richter hat eine Ernennungsurkunde vom Kaiser bzw. vom Verweser. Weil der Verweser einfach noch nicht gewählt ist. Und das ist das grundsätzliche Problem. Und da hier nichts stimmt in dem Land und nichts so ist, wie es sein soll, ja, da müsst ihr euch bewegen, da müsst ihr euch drehen, da müsst ihr einfach mal ein paar Euros in die Hand nehmen und mal ein paar Leute abfahren, die euch die Unterstützungsunterschriften und die Beitrittserklärungen zur Wahlanfechtung eben ausfertigen. Und dann organisiert euch. Was anderes bleibt euch nicht anders über. Ich habe die Montagsdemo, die ihr noch nutzen könnt, um Unterstützungsunterschriften zu sammeln. Das könnt ihr ja erstmal machen. Aber ihr habt natürlich die sportliche Aufgabe, die Wahlanfechtung in den Weg zu bringen. So, gut, dann wünsche ich euch viel Erfolg dabei.